YouTube-Aufnahme läuft auch wieder. Dann wollen wir mal weitermachen hier. Sind wir jetzt im Freien? Wow! Um uns herum ist ja nur Eis. Ein Berg. Ich kann einen Berg sehen. Tatsache. Das vor uns, das muss der Riesengletscher sein. Und hinter ihm ist ein großer Berg. Das ist doch ein Berg aus Eis, oder? Ganz genau. Ein Berg aus Eis. Endlich. Das muss er sein. Das dort. Der mysteriöse Berg aus der Legende. Hallo Lonely Gamer 143. Schön, dass du meinen Stream schaust. Und ja, hallo. Der mysteriöse Berg? Ganz genau. Und wenn das der mysteriöse Berg ist, dann finden wir darin den Riesenkristall. Leute, seht doch nur. Diese vielen Gletscherspalten. Und vor uns liegt der Berg. Ach, Leo, du bist es. Ja gut, kann ich nicht riechen, wie du dich hier auf Twitch nennst. Nach Tara. Wie vorausberechnet haben wir es tatsächlich über die Spalten geschafft. Über die riesigen Gletscherspalten. Lonely Gamer folgt dem Otter. Danke dafür. Ja, wir haben es geschafft, Psyana. Ja, Nachtara, und es hat sich gelohnt. Doch unsere Reise hat erst begonnen. Stimmt. Ach ja, wisst ihr, warum er der mysteriöse Berg genannt wird? Weil man sagt, dort würden allerlei mysteriöse Dinge vor sich gehen. Genaues weiß niemand. Aber vielleicht geht es dabei ja um Dinge, die in der Luft schweben. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass sich der Riesenkristall der Dinge schweben lässt dort befindet. Das wäre ja der Hammer. Und zu diesem Schluss kommt ihr aufgrund eurer jahrelangen Forschung, nicht wahr? Ich wünschte, dem wäre so. Aber in Wahrheit ist das alles ein wenig anders. Hey, Psyana, das ist nicht lustig. Entschuldige bitte. Natürlich haben wir geforscht und auch allerlei Informationen gesammelt. Aber leider haben wir nichts gefunden, das Nachtaras Theorie unterstützt. Alles nur Gerüchte und Hörensagen. Was wirklich daran ist, weiß niemand. Was? Tja, so ist das. Wir haben keinerlei Beweise. Aber die brauchen wir auch nicht. Gerüchte und Hörensagen. Mir reicht das. Wo bleiben denn sonst Romantik und Abenteuer? Seht ihr das auch so, oder? Wow, ich dachte, du würdest dich nur für Forschungsergebnisse interessieren, aber in Wirklichkeit hast du mehr Sinn für Romantik als wir anderen Abenteurer. Dann müssen wir uns natürlich ranhalten. Ich bin schon ganz aufgeregt. Los geht's. Gehen wir, Freunde, auf ins Innere. Was da drin wohl für Gegner erwarten. Was uns da drin wohl überhaupt erwartet. Aber was es auch ist, wir schreiten voran. Ja! Und ja, ich bin ein Otter. So. Bim, 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 bim. Hier sind die Bären reichen. Die Everyone Get In Here Samen hauen wir doch auch mal weg. Und die beiden Boxen legen wir auch noch mit ab.
Einsatzteam lassen wir so, wie es ist. Hätten wir zumindest schon mal die Treppe. Setzt da einfach Horte ein. Darf der das? Nett, eine Funkelbox. Ein Bonusweg ist wieder in der Nähe, okay. Schauen wir mal, was wir hier für einen Schlüssel brauchen. Wir bräuchten Feuer-Pokémon dabei, um das zu schmelzen. Das haben wir leider nicht. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Und dann gibt es wieder ein Level-Up für Psyana und Nachthara. Möchte jemand eine Mülltüte sein? Beziehungsweise jemand hier, der einen netten Spitznamen für unser kleines Unrat Tytox hat? Ich warte auf Vorschläge.
Hallo Alex, schön, dass du wieder da bist. Wir suchen gerade einen Spitznamen für einen UNRWA-Tütox. Hast du einen? Ich soll es Leo nennen. Okay. Ist der Leo denn auch damit einverstanden, wenn er noch anwesend ist? Na gut, er sagt nichts, also warum nicht? Also da bitte, das ist für dich. In die Giftspitzenfalle. Okay, Treppe schon mal gefunden. Ein Sudamak. Oh, noch ein Sudamak. Können wir noch mehr verkloppen? Ui, eine Fragierbeere. Okay, wir haben Hagel auf der Ebene. Das heißt für mich, ich werde diese Ebene, sobald ich die Treppe finde, verlasse. Aquachat braucht noch ein kleines bisschen Training. Wird zwar auch nicht ewig im Moveset bleiben, aber gut. Okay, wir haben jetzt noch einen Sodamak. Also, einen kleinen Spitznamen für unseren Kifferaffen. Snoop Dogg. Wir könnten ja Snoop Monkey draus machen, wenn du willst. Na gut, machen wir doch einfach. Wenn das überhaupt reinpasst.
Okay, das passt leider nicht rein. Selbst wenn ich noch einen Buchstaben mehr von dem Leerzeichen rausnehme, ich bräuchte noch zwei. Also ich brauche einen anderen Vorschlag. Snoop Ape, okay, das können wir nehmen, ja. Dann haben wir jetzt unseren kleinen Kifferaffen. Smoke weed every day. Und eine Box lässt er uns auch noch zurück. Ist bestimmt sein ganzes Gras drin. Oh, der Ruckzuckhieb ist schon wieder aufgestiegen. Wie stark ist der inzwischen eigentlich? Also, dafür, dass man diesen roten Balken da ganz am Anfang eigentlich überhaupt nicht sieht. Ja. Das ist es, was Attackenpimpen aus den ganzen Attacken rausholt. Und trotzdem ist der Donnerblitz, der hier auf Level 1 ist, einfach mal noch stärker. Aber zumindest nicht mehr viel Unterschied zwischen den beiden. Wobei sich der Unterschied wahrscheinlich demnächst noch verkleinern wird, weil der Donnerblitz einfach wesentlich schneller aufsteigt. Weil Ruckzuckhieb dauert jetzt schon eine halbe Ewigkeit, bis der den nächsten Level abkriegt. Okay. Ich muss dringend die Treppe finden, bevor irgendjemanden aus meinem Team die KP ausgehen. Ui, ein Skelabra. Da hat jemand einen Belebersamen aufgehoben. Okay, ein Makabaya hat einen Belebersamen und einer hat einen Chaos-Orb. Das war der mit dem Chaos-Orb. Wie oft setzt dieses Makaber ja da eigentlich Schutzschild ein? Aber gut, den Belebersamen haben wir auch bekommen. Dummy ist verbrannt. Na gut. Brand ist etwas, was man noch schön leicht wegheilen können, aber Brand wäre jetzt wesentlich schlimmer, wenn es gerade hageln würde. Dann wäre die KP-Regeneration nämlich auch weg. Okay.
Wenn die Kalklinge den nächsten Level ab hat, dann ist sie auch schon Level 5. So, drei Striche noch und die Kalklinge hat's. Verbrennen will der mich hier einfach. Darf der das? Okay, wir brauchen jetzt wieder einen Spitznamen für ein Makaberjahr. Ich warte auf Vorschläge. Und wenn keine kommen, dann kriegt er einfach keinen Spitznamen. Okay, das war lang genug gewartet, dann gibt's keinen Spitznamen für den Kleinen. Und es hagelt mal wieder. Mal schauen, ob wir es wieder so hinkriegen, dass wir die Treppe als alle im letzten Raum finden, den wir suchen, wie vorhin. Nö, hab sie diesmal direkt gefunden.
Wir haben unseren Snoop Ape doch schon. Okay, hier ist die Treppe. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir auf die nächste Ebene. Und mal wieder hagelt's. Und wir haben wieder einen Bonusweg, wofür wir wieder höchstwahrscheinlich irgendwas brauchen, um das Eis wegschmelzen zu können, wenn ich raten müsste. Yep. Wir haben aber nichts dabei, was Eis schmelzen kann. Ebene 11. Ja, so langsam werden die Dungeons ein bisschen länger. Donnerblitz hat soeben Level 2 erreicht. Ebene 12 und es hagelt mal wieder. Ja, ihr seid wieder wirklich sehr gesprächig. Psyana und Nachtara haben wieder einen Level-Up.
Aber es steht euch ja auch jederzeit frei, irgendein Gespräch mit mir anzufangen. Ich lese ja eure Chat-Kommentare alle mit und gehe auch auf alles ein, was ich hier irgendwie mitkriege. Also, ihr könnt euch eigentlich mehr oder weniger ganz normal mit mir unterhalten, wenn ihr das wollt. Meine Lieblings-Evolutions, ich mag sie prinzipiell alle, aber wenn es um meinen Liebling geht, das ist Aquana. Glaziola habe ich eins in Shiny. Wobei ich von Glaziola auch insgesamt drei Stück habe. Eistyp ist halt immer so diese Sache. Die meisten Eis-Pokémon haben das Problem, dass ihre Stats defensiv ausgelegt sind und der Eistyp defensiv einfach nichts taugt. Leuchteboden, eine Amarena-Beere. Ein Level-Up für Dummy, das heißt, ich krieg bei den nächsten Viech irgendwann auch mal ein Level-Up. Mein Lieblings-Pokémon nach Zwartronen ist Igelava. Level 32. Okay, bei 31 hatte ich das letzte Mal eine neue Attacke und die davor war bei 29. Das heißt, die nächste Attacke, die ich kriege, kommt auf Level 35. Ja, die mag ich generell sehr gerne. Ich spiele viele von denen auch sehr gerne competitive. Also ich habe ja unter anderem ein Competitive Zwartronen, ich habe ein Competitive Igelava, ich habe auch noch, was habe ich denn noch alles? Ich habe einen Rutena, ich habe einen Bisaknosp, ich habe einen Shillock. Hier ist das Sackgasse, oder? Ne, da oben geht's weiter. Ja, Lucario ist auch ein tolles Pokémon, von denen habe ich auch insgesamt 5 Stück. Und Lucario ist damit das Pokémon, das ich am häufigsten habe.
Moment, Moment, Moment. Ich sehe hier gerade was. Ja. Bevor du dich hier zu Tode verzweifelst, sollst du dann doch mal ein Top-Elixier trinken. Wie schaut's denn bei den übrigen Attackenpunkten von meinem Team aus? Ah, die sind noch stabil. Ich frage mich, wie Domi das immer wieder schafft, seine Attackenpunkte so schnell zu verballern. Und zwar so exponentiell schneller als alle anderen. Aquavelle ist kurz vor dem Level-Up. Die benutzen wir jetzt mal wieder ein bisschen häufiger, damit die nochmal aufsteigt. Sind hier aber auch schon auf Ebene 14 angekommen. Sehr schön, haben wir das auch noch erledigt. Aquarelle aufpoliert. Wenn ich jetzt die Wasserdüse noch ein weiteres Mal hinkriegen würde, dann kriegen wir die auch noch aufpoliert. Mal schauen, ob hier noch ein Pokémon vorbeirennt. Ja gut, Verzweifler. Jetzt will hier einfach nichts mehr vorbeikommen, oder was? Ah, ein Unrat-Titox. So, jetzt so lange Wasserdüse benutzen, bis die Wasserdüse aufsteigt. Okay. Haben wir das auch erledigt? Wir sind inzwischen ziemlich weit gekommen. Oh, Kilian, glaubst du, dass dort ist ein Ausgang? Dann könnten wir endlich raus. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Oh, der Berg aus Eis. Er ist ja auf einmal so nah. Er ist wunderschön. Das Eis ist so klar wie Glas. Wirklich mysteriös, was? Wie das Eis das Licht reflektiert. Wir sind also schon so weit gekommen. Jetzt haben wir es bald geschafft. Nun, das Schwerste scheint noch bevorzustehen. Hm? Stimmt. Hier ist ja noch eine Gletscherspalte. Eine riesengroße. Wie weit erstreckt sie sich wohl? Sieht nicht so aus, als könnten wir sie einfach so umgehen. Nein, so nah und doch so fern. Und keiner von uns kann so weit springen, dass er über die Spalte käme. Was machen wir denn jetzt? Nanu? Was ist das? Da ist eine Art runde Vertiefung, wenn auch nur schwach zu erkennen. Sieht fast aus, als hätte hier jemand das Eis ein wenig ausgehöhlt. Augenblick mal. Also, diese Form und Größe, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Fragt sich nur, wo? Aber natürlich. Aber wie kann das sein?
Genau. Nachdem sie das Magna-Portal beschworen hatten, der Lichtstrudel, der aus dem Boden geschossen kam, hat genauso eine Form hinterlassen wie diese hier. Kann es denn wirklich sein? Nanu? Kilian, was hast du? Was? Spuren eines Magna-Portals? Wo? Fürwahr. Ich habe keine Zweifel daran, dass hier ein Magna-Portal beschworen wurde. Die Vertiefung ist kaum zu erkennen. So wie das Eis drumherum aussieht, ist das Ganze schon etwas länger her. Bemerkenswert, dass dir das überhaupt aufgefallen ist. Psyana, die Vertiefung, erinnert dich dann das an was? Ja, jemand muss ein Standardset-Zugangskarten verwendet haben. Und auch die Art der Manipulation der Erdzehen ist nicht allzu kompliziert. Aber wenn ich in meinen Annahmen recht gehe, dann können sie nur ein Ziel haben. Das ist wirklich beachtlich. Wollen wir es mal versuchen? Dir ist klar, welche Zugangskarten wir hier verwenden müssen. Ja, hoffen wir, dass es klappt. Freunde, tretet einen Schritt zurück. Drei, zwei, eins. Das Licht, es weist direkt zum Berg aus Eis. Kein Zweifel. Das sind Spuren eines Magma-Portals. Und dieser Weg, er dient eindeutig dazu, zum Berg zu gelangen. Was? Aber das hieße dann ja. Irgendjemand hat hier ein Magna-Portal beschworen und ist dann zum Berg aus Eis aufgebrochen. Sprich, jemand war vor uns hier? Dazu kann ich nichts sagen. Es wäre möglich, dass die hiesige Pokémon so etwas wie Zugangskarten besitzen. Und sie quasi als Brücke über die Gletscherspalte einsetzen. Ich weiß es auch nicht. Aber ich vermute doch mal stark, dass wir dieses Rätsel lösen werden. Sobald wir beim Berg sind. Ich dachte, das Licht erlischt nach einer Weile. Stimmt, beeilen wir uns besser. Los, Leute, auf zum Berg aus Eis! So. Ein weiteres Magna-Portal. Sehr gut. Sieht aus, als hätten es alle ins Innere geschafft. Wenn wir diesen Weg weitergehen, sollten wir zum Berg aus Eis gelangen. Seid alle auf der Hut. Kilian, kümmere du dich bitte um die Zusammenstellung des Einsatzteams, ja? Wir zählen auf dich. Ja, das Einsatzteam bleibt dasselbe wie bisher. Erstmal ein paar Items wieder mit ablegen. Da wird sich Ramaidon freuen. Der Eistunnel U1. Ein Zorua möchte ins Team aufgenommen werden. Möchte jemand ein Zorua sein? Beziehungsweise, wenn niemand ein Zorua sein möchte, gäbe es Spitznamensvorschläge. Ich meine, hier hätten wir jetzt sogar mal ein richtig cooles Pokémon.
Keine Vorschläge? Beziehungsweise niemand, der ein Zuroa sein will? Wundert mich jetzt ein bisschen. Zuroa ist nämlich eigentlich ein relativ beliebtes Pokémon. Oder ist gerade niemand hier? Ja, aber Lucario gibt's in diesem Spiel nicht. Hier gibt's fast nur Gen 5 Pokémon und ein paar wenige Ausnahmen. Sag bloß, das ist dir bis jetzt nicht aufgefallen, dass einem hier fast nur Gen 5 Pokémon über den Weg laufen. Ich meine, das könnte irgendwie mal auffallen und so. Ja, darauf achten sie wieder nicht. Okay. Also, ich brauche jetzt trotzdem noch einen Vorschlag, wie ich dieses Zuroa nennen soll. Okay. Dann nennen wir das jetzt eben einfach Alex, wenn du das jetzt so willst. Na dann haben wir das auch erledigt. Irgendein Sodamak hier hat einen Belebersamen aufgehoben. Okay, Psyana hat es gefunden und hat den Belebersamen aufgenommen. Sehr schön. Hast du toll gemacht, Psyana. Dafür kriegst du einen Keks. Und hallo Jerome, schön, dass du auch hier mal wieder vorbeischaust. Und wie geht's dir so, Jerome? Glitzernder Boden. Was haben wir drin? Ein Goldbahn. Sehr schön. Mir geht's super. Also ich kann mich zumindest nicht beschweren. Ich habe heute die Nachricht bekommen, dass ich mein Examen bestanden habe. Und damit geht es mir schon mal wieder sehr, sehr viel besser als vorher. Und die Kalkklinge steigt wieder auf. Oh, ich merke gerade was. Wieso fällt mir das jetzt erst auf? Wir haben eine Wasser-V-Welle. Deswegen macht bei mir gerade alles so viel Schaden. Da muss ich den Dungeon ja mal richtig ausnutzen wieder. Also eine Wasser-V-Welle hat man nicht alle Tage.
Aber sag mal, Jerome, hast du dein... hast du deinen Tanks eigentlich mittlerweile Waffen gegeben? Und ja, man kann Otaro entwickeln in diesem Spiel. Das geht leider erst nach der Hauptstory. Aber ich würde das sowieso frühestens mit Level 43 machen, weil bis dahin lerne ich noch Attacken und mit Level 43 kriege ich noch eine Attacke, die ich auf jeden Fall haben will. Ein Keifel. Eines der wenigen Pokémon, die man hier antreffen kann, die nicht aus Gen 5 sind. Oben gibt es noch ein bisschen was zum Erforschen und da gehe ich jetzt noch mal schnell hin. Aber du weißt ja, Jerome, Tank ohne Waffe geht nicht. Tanks brauchen Waffen. Das stimmt, man kann immer erst nach der Hauptstory entwickeln. Das war noch nie anders. Daher ist dieses ganze Projekt auch dann vorbei, sobald ich mich hier entwickelt habe. Weil nach der Hauptstory werde ich in diesem Spiel hier nicht mehr weitermachen. Da geht's dann mit Pokémon Super Mystery Dungeon weiter. Psyana, wie hast du es überhaupt geschafft zu sterben? Bis Arceus werde ich spielen, aber in Super Mystery Dungeon. Dann das hier ist ja erst Mystery Dungeon Gates to Infinity. Da haben wir auf jeden Fall wieder einen Goldbahn gefunden. Schafft's Psyana eigentlich jedes Mal fast zu verrecken. Auch wenn du gegen Unlicht-Pokémon kämpfst. Du hast auch ein paar andere Attacken als Psycho-Attacken. Benutzt doch einfach mal deinen OP-Ruckzuck-Hieb. Genau. Manchmal ist diese KI echt schon selten dämlich. Oh, ich sehe gerade, Kalklinge mittlerweile auf Level 5 aufgestiegen. Wie stark ist denn die eigentlich inzwischen? Ja, kann sich mittlerweile sogar sehen lassen. Genauigkeit sieht man auch mittlerweile schon einen guten gelben Balken da unten. Ich hätte den nur gerne bald auf Lila gesehen. Okay, da gibt es wieder ein Level-Up für Psyana und Nachtara. Und sie lernen eine neue Attacke. Und zwar beide. Psycho plus. Nee, danke. Ja, was lernt Nachtara jetzt dafür?
Kreideschrei. Nope. Hier wäre die Treppe, okay. Hier haben wir wieder einen Keifel. Hui, sogar gewonnen hättet. Giftspitzen. Genau wie Tarnsteine und Stachler, eine extrem nutzlose Attacke in diesem Spiel. Ui, noch ein Keifel. Okay. Da pflastert jemand gern das ganze Feld mit Giftspitzen voll. Gut, soll mich jetzt nicht weiter stören. Ich darf nur nicht drauf treten, das ist alles. Bei Psyana sind irgendwie gerade alle Attacken kurz vom Level ab. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lang dieser Dungeon hier überhaupt ist. Boah, das ist seit Mystery Dungeon Gates to Infinity halt einfach normal, dass die Attacken mitleveln können und ich finde das eigentlich richtig toll. Weil die Attacken werden dadurch nicht nur stärker, sie kriegen auch mehr Genauigkeit und mehr Attackenpunkte. Okay, Jerome, schön, dass du da warst. Das mit dem Attackenleveln war auch das, was mir in diesem Spiel so gut gefallen hat. In Super Mystery Dungeon haben sie das ja auch wieder eingebaut, was ich echt schön fand.
In Super Mystery Dungeon ist es nur nicht mehr ganz so OP, wie es hier ist. Also man kann die Attacken hier nicht mehr so extrem stark pimpen. Also in Super Mystery Dungeon kann man sie nicht mehr so stark pimpen, wie man sie hier pimpen kann. Weil hier gehen ja wirklich alle Attacken bis zum Anschlag. Okay, ich weiß nicht, warum diese Nachricht hier gerade nicht hier im Chat angezeigt wird, aber ich lese jetzt einmal mal vor. Werde dann eine Hydropumpe Level 1 nicht eine Aquaknarre und Level 100 eine Aquahaubitze? Naja, eine Hydropumpe ist auf Level 1 schon mal deutlich stärker als eine Aquaknarre. Ich glaube... Ich würde vermuten, dass eine Hydropumpe auf Level 1 immer noch stärker ist als eine Aquaknarre auf Sternlevel. Und Sternlevel wäre quasi Level 9. Weil nach Level 8 geht's nicht mehr weiter. Nach Level 8 kriegst du auf die Attacke einen Stern drauf und kannst sie nicht mehr weiter leveln. Wobei das nur halb stimmt, man kann sie immer noch weiter pimpen. Man kann sie nur durch einfach nur draufkloppen, kann man sie nicht mehr weiter pimpen. Und durch draufkloppen wird es sowieso irgendwann schwierig, weil einfach ab Level 7 kriegst du einfach so ultra selten Attackenaufstiege, dass du davon eigentlich schon fast gar nichts mehr mitkriegst. Nach Tara. Gut, dass ich mit Sinelbeeren hier definitiv nicht sparen muss. So viel, wie ich von diesem Zeug aktuell habe, kann ich damit eigentlich rumschleudern. Bis es keinen Morgen mehr gibt. Aber Sinelbeeren sind hier auch noch nicht so stark, wie sie es in Super Mystery Dungeon dann später sind. In Super Mystery Dungeon sind Sinelbeeren nämlich wesentlich stärker, als sie es hier sind. Hier heilen sie einfach nur 100 KP. Wie in den drei Vorgängerspielen auch. In Super Mystery Dungeon ist es dann so, immer wenn du eine Sinelbeere isst, dann werden deine maximalen KP um 10 erhöht bis zum Ende vom Dungeon. Zumindest so lange, solange du noch unter 100 KP bist. Wenn du mal über 100 KP bist, gilt dieser Bonus nur noch, wenn du die Sinelbeere mit vollen KP isst. Leuchteboden, eine Sinelbeere. Ja, das macht halt die Sinelbeeren am Anfang von Super Mystery Dungeon zu einem extrem starken Item. Gerade weil man in Super Mystery Dungeon einfach mal kaum KP durch Level-Ups kriegt. Also man kriegt ein KP für jeden Level-Up dazu und man levelt in dem Spiel extrem langsam. Also bis zum Endboss, wenn man wirklich gut trainiert, ist man vielleicht Level 35. Und da musst du gut trainiert haben. Hier in diesem Spiel, wenn man da gut trainiert, also ähnlich wie ich das hier manchmal mache, wobei ich es hier jetzt schon teilweise ein bisschen hab schleifen lassen, aber wenn man hier wirklich gut trainiert und jeden Dungeon konsequent jede Ebene ausnutzt, bis zum bis der Wind kommt, dann kann man hier in dem Spiel bis zum Endboss, boah, Level 60 ist drin. Ich meine, ich bin mit dem Spiel jetzt noch nicht mal halb durch und bin jetzt schon Level 32. Und da ist Domi auf 33. Das heißt, beim nächsten Viech, das verreckt, kriege ich wieder ein Level up.
Und Nachtara ist vergiftet. Wollen wir dem mal eine Piersivbeere spendieren? So, ich habe ja schon gesagt, nächste Attacke kommt mit Level 35. Ich habe nur eine einzige Persivbeere dabei, aber gut, ich habe Heilsamen für den Fall, dass was ist. Na, hier wäre die Treppe gewesen. Aber jetzt, wo wir die Persivbeere schon benutzt haben, erkunden wir wenigstens noch ein bisschen weiter. Okay, wenn du mich aus der Richtung snipest, dann snipe ich zurück. Der Donnerblitz wurde gerade aufpoliert, wenn ich das richtig gesehen habe. Yep. Level 2 und blauer Balken durch. Okay, da oben waren wir ja schon. Wieder eine Box. Yay. Ein Top-Elixier. Ja gut. Haben wir den Dungeon auch schon wieder gemeistert? Dann kommen wir ja heute richtig gut voran. Also, wir sind jetzt aber schon ziemlich weit vorgedrungen, findet ihr nicht? Oh. Seht ihr das Licht dort drüben? Das könnte der Ausgang sein. Gehen wir. Was? Was ist das? Was ist das hier für ein Ort? Zuerst dachte ich ja, wir hätten es endlich ins Freie geschafft, aber bei genauerer Betrachtung... Das kann nicht sein. Verblüffend, nicht wahr? Das ist zwar definitiv Sonnenlicht, aber wir befinden uns immer noch im Inneren. Mir scheint, dass dieser ganze Raum in Eis gehüllt ist. Wir befinden uns jetzt im Berg aus Eis. Was? Im Berg? Exakt. Der Berg aus Eis im Inneren ist im Inneren nämlich hohl. Zählt mal nach oben. Es funkelt und glitzert. Die ganze Decke ist aus Eis. Das Licht wird von draußen vom Eis reflektiert. Dieser ganze Raum ist von Eis bedeckt. Man könnte sogar von einer riesigen Eiskuppel sprechen. Und das da in der Mitte? Was könnte das nur sein? Sind das Säulen aus Eis? Etliche Eissäulen nebeneinander und übereinander. Es sieht fast aus wie... Also, das sieht aus wie... ein riesiges Schloss aus Eis. Ein Schloss aus Eis. Damit hast du gar nicht so unrecht, Dummiesel. Und genau dort drin, in diesem Schloss aus Eis, ist vielleicht der sagenumwobene Riesenkristall, nach dem ich suche. Ich danke euch allen. Nur dank eurer Hilfe habe ich es überhaupt bis hierher geschafft. Habt vielen Dank.
Was denn, Nachtara? Wirst du jetzt sentimental? Außerdem ist es noch viel zu früh dafür. So ist es. Das wahre Abenteuer wartet doch noch auf uns. Vielleicht finden wir noch tonnenweise Schätze. Los, beeilen wir uns. Ihr habt recht. Aber ich bin euch trotzdem sehr dankbar. Also, habt vielen Dank. Unser Abenteuer neigt sich endlich seinem Höhepunkt zu. Geben wir noch einmal alles. So. Alles weiß hier. Na dann. Erstmal wieder Inventar sortieren. Eine Persifbeere nehmen wir dann auch wieder mit. Hier, da sind wir hergekommen. Na dann, auf zum Dungeon. Ach, da sind wir wieder bei sowas. So, wer möchte ein Gladiantri sein, beziehungsweise... Wie soll ich das Gladiantri nennen? Spitznamensvorschläge bitte. Kommen wieder mal keine Vorschläge, dann lassen wir es so, wie es ist. So, Ebene 1 hätten wir damit schon erfolgreich hinter uns gebracht. Da liegt Geld. Was haben wir denn jetzt für eine V-Welle? Normal. Okay. Gut, ich habe Dummiesel zwar nicht mitgenommen, aber... Nee, hier liegen sehr, sehr tolle Items rum. Ein Taubsamen. Also, wenn du meinen Angriff senkst, dann greife ich dich halt speziell an. Und dich greife ich sowieso speziell an. Okay, hier ist eine Sackgasse.
Mal schauen, ob wir da hinten oben noch irgendwas finden. Süß, ein Schaden. Da sind die Gesprächsthemen bei euch etwa schon wieder ausgegangen. Wie ein Top-Elixier. Eine Star-Orb. Nett. Oh. Da verfolgt mich einfach so jemand. Kommen wir auf jeden Fall erstmal wieder in den Level Up für Psyana und Nachtara, beide jetzt Level 30. Dieser Einschüchterer ist schon manchmal echt verdammt praktisch. Auch wenn diese Wasserdüse gegen mich wahrscheinlich eh kaum Schaden gemacht hätte. Okay, ein Schadsamen. Zurückgeschreckt. Erhöhe halt deine Verteidigung. Eine Traumfalle. Nur mal so, falls es dir vielleicht aufgefallen ist, Alex. Aber in diesem Spiel ist etwas nicht vorhanden, was in allen anderen Pokémon Mystery Dungeon Teilen drin ist. Fällt's dir auf?
Ich weiß, das ist eine gemeine Frage und so, weil es fällt eher etwas auf, was da ist. Aber wenn ich nach etwas frage, ob es auffällt, ob es nicht da ist, dann ist es schon ein bisschen fies. Aber trotzdem, vielleicht fällt es dir ja auf. Bist du überhaupt noch da? Ich sollte vielleicht demnächst mal ein bisschen Geld ablegen. Ich bin schon relativ knapp am Maximum, was ich tragen kann. Was heißt knapp? Ich bin über der Hälfte drüber. Aber gut, kommt jetzt darauf an, wie viel Geld ich hier demnächst noch finde. Nachdem hier gerade niemand antwortet, gehe ich mal davon aus, dass hier gerade niemand zusieht. Aber gut, wäre ja nicht das erste Mal. Okay, Ebene 6 ist wieder sowas. Okay, gleich zwei Pokémon. Ich mache jetzt erstmal den da oben kalt. Oh, das war ein Zoroa. Dann geht's jetzt weiter auf Ebene 7. Na gut. Treppe. Ebene 8. Ein Galapafloß. Ein Spitzname für ein Galapafloß, bitte. Ja, wobei, es hört ja gerade eh niemand zu. Also, lassen wir es einfach so.
Galapafluss hat einen Reinsamen aufgehoben. Na gut, Reinsamen sind was Wertvolles. Man könnte einen Reinsamen benutzen, um einen Kekleonladen auszurauben. Ja, da ist der Reinsamen gerade aufgehoben worden. Ein Reinsamen ist prinzipiell eine Abkürzung zur Treppe. Man isst den Reinsamen und wird zur Treppe auf der Ebene geportet. Alles in Ordnung, du Miesel? Ja, alles okay. Ich finde, man bekommt ein bisschen schwer Luft hier. Ja, geht mir auch so. Vielleicht, weil wir so hoch oben sind? Ich weiß nicht recht. So hoch oben sind wir eigentlich gar nicht. Leute, seht euch mal das hier an. Das sind ja... Oh, da schwebt ja was in der Luft. Die Eisklumpen schweben. Und nicht nur diese. Überall schweben Dinge in der Luft. Dann stimmt es also. Sieht ganz so aus. Die Gerüchte haben sich bewahrheitet. Der Riesenkristall war bisher nichts weiter als eine Legende. Doch jetzt, erweckt hier alles den Anschein, als könnte er wirklich existieren. Nanu? Hat er gerade etwas aufgeleuchtet? Das Licht wird reflektiert und hier zurückgeworfen. Was ist das nur? Hier gibt es noch mehr davon. Sie sind durchsichtig und wunderschön. Sind das Frismen? Frismen? Genau. Das sind überaus seltene Schätze. Was? Schätze? Ja. Das ist wirklich eine Überraschung. So viele habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Diese Entdeckung alleine war schon die ganze Reise wert. Ist das nicht toll, Dummy? Wir sind von lauter Schätzen umgeben. Und sie werden nicht nur für ihre Schönheit geschätzt. Würdest du mir wohl kurz bei etwas behilflich sein, Dummy? Siehst du die Öffnung am Frisma? Bist du wohl so gut und sprichst da mal kurz was rein? In das Loch? Na schön. Also wir sind das Team Shy Guys. Das Team Shy Guys. Team Shy Guys. Boah, kam das Echo gerade aus dem Frisma? Oh, der durchsichtige Teil ist gerade etwas milchig geworden. Was ist das, dieser weiße Teil? Das ist die Stimme von Dommy. Und zwar im gefrorenen Zustand. Meine Stimme? So ist es. Versuch's doch mal, das Frisma zu erwärmen. Erwärmen? Wie soll ich das anstellen? Du kannst es berühren oder einfach nur anhauchen, was dir lieber ist. Der weiße Kristall schmilzt dann wieder. Probier's mal. Mach ich. Das ist ja deine Stimme, Dommy. Wow. Es ist ja wie bei einem Aufnahmegerät. Ist das wirklich meine Stimme?
klingt irgendwie komisch. Ja, das kenne ich, wenn man seine Stimme mal selber hört, also mal wirklich selber hört, während man nicht selber dabei spricht, dann ist das immer komisch. Es ist so ein Phänomen, das viele YouTuber, Streamer und alle, die irgendwie mal was aufgenommen haben, kennen. Aber so ein Frisma ist schon echt toll. Na, was sagt ihr jetzt? Versteht ihr jetzt, dass ein Frisma nicht einfach irgendein Schatz ist? Und ab! Ich liebe diese Frismen. Lass uns ein paar mit nach Hause nehmen. Imolga sollte unbedingt eins bekommen, wenn er schon nicht hier sein kann. Ja, super Idee. Das wird ihn ganz sicher freuen. Aber wir können natürlich nicht alle mitnehmen, das wäre etwas gierig. Aber ein paar sind bestimmt erlaubt. Dann sollte jeder eins einstecken. Dieses Frisma. Was hast du, Viridium? Dieses Frisma ist bereits weiß. Stimmt. Ob sich daran wohl eine Aufnahme befindet? Wahrscheinlich nur die Geräusche vom Bersten im Eis. Aber wir hören uns das einmal an. Darf ich? Nur zu. Dann mal los, du Miesel. Danke. Meine Reise. Das ist doch ein Pokémon. Diese Aufnahme hier soll Zeugnis meiner Reise sein. Dieses Frisma hier ist Zeugnis dafür, dass ich den Eispalast erreicht habe. Diese Nachricht und dieses Frisma sind mein Vermächtnis an dich. Also dann, ich bin wirklich sehr froh, so weit gekommen zu sein. Ich habe schwebende Objekte gesehen. Ein Hohlenberg aus Eis und diesen Palast aus Eis. Alles war für mich wie ein Traum. Alles hier funkelt und glitzert. Überhaupt ist alles hier einfach unglaublich. Diese Aufnahme. Jemand war also vor uns hier, was? Nanu, Viridium, was hast du? Viridium, sag bloß, weinst du etwa? Was? Viridium weint? Viridium, die immer so cool ist? Nachtara, diese Stimme, ich kenne sie. Das ist Keldeo. Was? Keldeo? Du meinst nicht den Keldeo, der dich so verletzt hat, indem er dir diesen herzlosen Brief geschickt hat? Aber stand darin nicht auch, dass er nie auf dem Riesengletscher war? Aber wie kommt dann diese Aufnahme hierher? Ich weiß es nicht. Hören wir uns erstmal den Rest an. Aber ich kann dennoch nicht leugnen, dass es eine strapaziöse Reise war. Doch trotz einiger Rückschläge habe ich es bis hierher geschafft. Mein Abenteuer endet hier nicht. Ich werde die Reise fortsetzen, weiter in unbekanntes Land vorstoßen. Und falls jemand meine Aufnahme findet und jetzt meiner Stimme zuhört, du musst ebenfalls ein Abenteurer sein und alle Strapazen überwunden haben. Und wenn dem so ist, verspürst du jetzt bestimmt dieselbe Aufregung wie ich. Die Vorstellung, was hier noch alles vor uns liegt, ist einfach aufregend. Was ich jetzt gleich sehen werde und was du gleich sehen wirst, vielleicht ist es exakt dasselbe, vielleicht auch etwas ganz anderes. Aber ganz egal, was uns erwartet, diese Aufregung, dieses Herzklopfen, das werden wir nie vergessen. Also, ich gehe dann mal los. Ich wünsche dir alles Gute, Kamerad. Danke, dass du mir zugehört hast. Das ist wohl das Ende der Nachricht. Diese Stimme, das ist ohne jeden Zweifel Keldeo. Der Keldeo, den ich kannte. Mein Freund Keldeo. Der Keldeo von damals. Keldeo hat es also wirklich geschafft. Bis hierher zum Riesengletscher. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Was hat es dann mit diesem Brief von Keldeo und Viridium auf sich? In Wahrheit hatte ich nie vor, den Riesengletscher anzusteuern. Mir war einfach jede Ausrede rechtlich loszuwerden. Wir sind keine Freunde mehr. Am besten du vergisst du mich einfach. Das stand doch in seinem Brief, nicht wahr? Aber wenn Keldeo in Wirklichkeit doch zum Riesengletscher gegangen ist, war der Brief vielleicht gar nicht echt? Nein. Der Fußabdruck in dem Brief, das war ganz sicher Keldeos Fußabdruck. Der Brief war echt.
Der Keldeo aus dem Frisma und der Absender des Briefs. Auf mich wirken sie wie zwei verschiedene Pokémon. Aber wenn es sich bei beiden um Keldeo handelt, dann muss sich Keldeo verändert haben, nachdem er das in das Frisma gesprochen hat. Na klar. Er hat sich verändert, nachdem er gesehen hatte, was ihn da drin erwartet. Falls Keldeo etwas gesehen hat, dann liegt das Rätselslösung direkt vor uns. Wenn wir weitergehen, finden wir wohl unweigerlich die Wahrheit heraus. Schaffst du das, Viridium? Ja, danke, Psiana. Mir geht es gut. Es tut mir leid, dass ich euch solche Sorgen bereite. Gehen wir. Eispalast, Ebene 9. Na dann. Die ganze Reise hier geht sowieso langsam aber sicher zu Ende. Und dann kommen wir bald wieder nach Hause. Kalklinge ist schon wieder fast hat schon wieder fast den blauen Balken durch. Ein Warpsamen. Na gut. Es kann einen retten, auch wenn es eine ziemlich verzweifelte Rettungsaktion ist. Wegen dem etwas zufälligen Ergebnis. Verfolgung von Nachtara ist mittlerweile schon auf Level 3. Na gut, Verfolgung konnte im Molga ja auch mal, das heißt, die Attacke war auch schon ein bisschen vorgelevelt. Okay, hier ist auf jeden Fall die Treppe. Ruckzuckhieb ist schon wieder ein bisschen aufgestiegen. Okay, der nächste Balken, der durch ist, und der Ruckzuckhieb ist Level 7. 7 ist schon eine Hausnummer. Klinge aufpoliert, ist das Ding jetzt auch schon Level 5 mit blauem Balken durch. Na, dann füllen wir als nächstes wieder den grünen.
So, schauen wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Na ja, gut, ein weiterer Raum, aber sonst nichts. Sehr viele Zoruas rennen hier rum. Man merkt schon, das dauert jetzt schon wieder ein bisschen länger, bis die Attacken wieder einen weiteren Strich kriegen. Zwischenstation. Okay, erstmal wieder die ganzen überschüssigen Items weg. Einen Schadsamen nehme ich mal mit, weil wir jetzt gleich einen Bosskampf haben. Top-Elixier brauchen maximal eins. Einen Allkraftorb nehme ich auch mal mit. Für den Fall der Fälle. Mit ein bisschen Geld können wir noch ablegen. Wir nehmen mal 2000 mit und den Rest legen wir mal ab. Wobei, ich lege mal ein bisschen mehr ab. Ich weiß, dass ich da am Ende noch ein bisschen was kriege. Ich lege einfach mal alles weg. Ich mag die Musik hier übrigens. Unsere Attackenpunkte wurden wieder komplett aufgefüllt. Sehr schön. Dem Psi-Strahl von Psiana konnte man jetzt gerade richtig dabei zusehen, wie er weiter aufsteigt. Da wäre direkt die nächste Ebene schon wieder. Dann gibt es jetzt nochmal ein Level Up für Psiana und Nachtara. Ich bin gerade am überlegen, welche Attacke ich als nächstes überhaupt lerne, aber ich glaube, auf 35 kommt der Nassschweif. Bevor da wieder was schief geht. Level Up für Dommy. Und der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Offenlegung. Ja, du hast schon zwei Prio-Attacken und die sind beide super gelevelt. Also leih ihn keinen Bedarf. Beim nächsten Viech, das drauf geht, kriege ich dann wieder ein Level Up. Yep. Called it. Mit 35 müsste ich eigentlich ein Aquatail kriegen.
Wasserdüse auch wieder ein bisschen aufpoliert. Mehr Geld. Ja, nach dem kleinen Abenteuer habe ich erstmal nicht so viele Geldprobleme. Ui, wir haben nochmal so eine Ebene. Sieht schon irgendwie toll aus hier. Zwischen den ganzen Eiskristallen da. Gar keine Gegner hier. Doch, hier ist einer. Nanu, hier ist es auf einmal so dunkel. Sind alle in Ordnung? Ja, alles bestens. Mir fehlt auch nichts, aber... Was war das eben für ein Geräusch? Klingt, als würde jemand etwas über den Boden schleifen. Leute, passt auf! Wow. Das ist ja riesig. Was ist das? Das Geräusch von vorhin waren also die Schritte dieses Pokémon. Wir sind umzingelt. Sie greifen an. Bosskampfmusik. Okay, erstmal die Frigometri hier kaputt machen. Eigentlich könnte ich ja mal, wenn ich ihn sowieso schon dabei habe... Okay, Dummiesel hat einen Proc mit seiner Antikraft bekommen. Okay. Nachtara hat es zwar zerlegt, aber Golgantis ist auch weg. Puh, irgendwie konnten wir sie vertreiben. Ist das ein Windstoß? Wind? Wind, sagst du? Wir sind hier in einer Eiskuppel. Wir befinden uns also im Inneren. Wie sollte da ein Wind wehen und woher? Kuppel hin oder her, der Raum ist riesig. Da kann sich die Luft doch schon mal bewegen, oder? Ich habe auch einen Luftzug gespürt. Es war aber nur ein schwacher Windhauch. Ich hab's auch gespürt. Mir schien es, als würde er in diese Richtung wehen. Dann vermute ich doch mal, dieser Weg führt zum Gipfel. Wenn wir diesem Weg weiter folgen, finden wir vielleicht etwas. Gehen wir.
Dummiesel, alles in Ordnung? Ja, es geht schon. Entschuldigt bitte, dass ihr wegen mir warten musstet. Ist es noch weit? Seltsam. Wieso sind alle so außer Atem? Viridium? Leute. Wieso bekomme ich kaum Luft? Was ist denn mit mir los? Ich habe keine Ahnung. Kian, dir geht es gut? Verstehe, das freut mich. Aber der Rest kann sich kaum rühren. Das darf nicht wahr sein. Dabei sind wir so weit gekommen. Aber es ist zu anstrengend. Ich kann einfach nicht mehr. Leute, was soll ich nur machen? Und dann wird es auf einmal auch noch ganz dunkel. Wow. Hallo, Kyurem. Ist der riesig? Ist das ein Feind? Ausgerechnet jetzt, wo alle außer Gefecht gesetzt sind. Na gut, da muss ich wohl alleine ran. Wo bin ich? Tommy? Leute. Hier haben wir doch vorhin schon gekämpft. Hat er etwa alle gerettet? Wer bist du? Mein Name ist Kyurem. Ich bin der Herrscher dieses Eispalastes. Kyurem? Kyurem? Jenes Pokémon aus alter Zeit? Der Kyurem? Ihr seid im Begriff, verbotene Wege zu beschreiten. Das kann ich nicht zulassen. Verboten? Der Ort ist von einer großen Macht erfüllt. So groß, dass selbst ich mich nicht ihr nähern kann. Ich habe vorausgesehen, dass ihr kommt. Der Augenblick, in dem ihr diesen Ort hier betreten habt, hätte eigentlich euer Schicksal besiegelt. Augenblick mal. Hast du gesagt, vorausgesehen? Soll das heißen, du wusstest, dass wir kommen, noch bevor wir es wussten? So ist es. Ich weiß um alle Dinge, die noch sein werden. Was in jenem Landstrich passieren wird. Was überhaupt auf dieser Welt aus dieser Welt werden wird. All dies weiß ich bereits. Und hier im Eispalast, habe ich über diese Zukunft gewacht. Das tue ich schon seit Anbeginn der Zeit. Dieses Pokémon, dieser Kyurem, er kann die Zukunft voraussehen. Er kann sehen, was aus der Welt wird. Ich lasse nicht zu, dass ihr weitergeht. Euer Abenteuer endet hier. Kehrt um. Verstanden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir hier umkippen würden. Ich gebe dir mein Wort. Wir gehen nicht mehr weiter. Aber verrate uns bitte eins. Wartet weiter vorne der Riesenkristall? Ja. Und es ist diese große Macht, die ihr Riesenkristall nennt. Die alles im Eispalast schweben lässt. Verstanden. Danke. Ich habe auch eine Frage. Ich vermute, dass ein Pokémon namens Keldeo hier war. Nein. Er war nicht hier. Was? Er war nicht hier? Ihr seid die ersten und einzigen Pokémon, die jemals hier waren. Es ist genug. Ihr seid stark und tapfer, daher habt ihr es bis hierher geschafft. Dafür will ich euch loben. Vor euch liegt eure Belohnung. Bedient euch. Nehmt mit, so viel ihr könnt. Keldeo hat es also nicht bis hierher geschafft? Was hat das zu bedeuten? Irgendwas muss passiert sein zwischen hier und dem Ort, wo wir das Frisma fanden. Seht ihr das auch so? Ich war mir so sicher, dass Keldeo hier war. Ich meine, er war stark genug, es alleine durch den Riesengletscher zu schaffen. Was könnte ihn danach bloß aufgehalten haben? Das reicht jetzt. Viridium?
Es ist natürlich schon sehr seltsam, dass Keldeo nie hier gewesen sein soll. Aber ich würde spekulieren werden, wenn ich erfahren, was mit ihm passiert ist. Und die Nachricht, die Keldeo hinterlassen hat, wir wissen nicht, warum sie nicht mit dem Brief, der er mir geschickt hat. Viridium. Nein, Siana, es ist nicht so, wie du denkst. Ich gebe nicht einfach so auf, keine Sorge. Aber auf dem Weg hierher heute kam mir eine Erkenntnis. Keldeos Stimme aus dem Frisma. Sie gehörte eindeutig dem Keldeo, den ich gekannt habe. Der Keldeo, der den Brief geschrieben hat, mag vielleicht grausam gewesen sein. Aber der Keldeo, der ins Frisma gesprochen hat, war der gute alte Keldeo. Als mir diese Erkenntnis kam, verstand ich es endlich. Seit ich diesen Brief von Keldeo bekam, seit ich diese Worte gelesen habe, seitdem habe ich nicht mehr an Freundschaft geglaubt. Aber die erste Person, die diese Zweifel bei mir hervorgerufen hat, das war in Wirklichkeit gar nicht Keldeo oder sonst irgendjemand. Nur eine Person allein ist verantwortlich für die ganzen Zweifel in meinem Herzen. Ich selbst bin es. Ich selbst verzweifelte, nachdem ich diesen Brief gelesen hatte. Nach der Lektüre entschied ich mich dafür, einfach alle Hoffnung aufzugeben. Ich alleine habe diese verbitterte Viridium geschaffen, die ihr kennengelernt habt. Es gibt noch viele Fragen, auf die ich keine Antworten weiß. Vielleicht finde ich ja irgendwann irgendwo noch die Wahrheit heraus. Ich habe mich entschieden. Ich möchte anderen wieder vertrauen. Versteht ihr das? Viridium. Viridium. Ich war die ganze Zeit über so unfreundlich zu euch. Aber euch alle kennenzulernen und es gemeinsam bis hierher zu schaffen, das hat mich wieder daran erinnert, wie es ist, anderen Pokémon zu vertrauen. Das habe ich nur euch zu verdanken. Und ich bin euch wahnsinnig dankbar dafür. Vielen herzlichen Dank. Das ist ja großartig, Viridium. Ja, wir freuen uns für dich. Und für uns, dass du zu unserem Team gehörst. Also für Viridiums Erkenntnis allein hat sich die Reise schon gelohnt. Genau. Und wir haben es durch den Riesengletscher geschafft und den Berg aus Eis von innen gesehen. Wir haben ein Schloss aus Eis gesehen. Dieser Ort hier, er heißt Eisballast, nicht wahr? Und ich habe jetzt die Bestätigung, dass es den Riesenkristall wirklich gibt. Es ist allerdings schon schade, ihn nicht mit eigenen Augen gesehen zu haben. Für mich waren die Frismen das Aufregendste an der Reise. Ein Frisma ist ab jetzt meine tollste Trophäe. Und Emolga bekommt auch eins. Na klar, das wird ihn bestimmt freuen. Gut. Dann bleibt jetzt nur noch die Schatzbox zu öffnen und die Heimreise anzutreten. Ja. Wenn wir hier noch länger verweilen, wird Kyurem vielleicht böse. Kilian, öffne du doch die Schatzbox. Na los. Wow. Ein Lebenssamen. Eisen. 5 Silberdorne. Ein schwarzer Schlüssel. Ich habe endlich einen. Ein Golddetektor. Und 5000 Poké. Wahnsinn. Was für eine Ausbeute. Gut. Lass uns jetzt nach Hause gehen. Ja. Leute, das war's. Unser Abenteuer auf dem Riesengletscher ist damit offiziell zu Ende. Wir nehmen jetzt die ganzen Schätze und all die schönen Erinnerungen mit nach Hause ins Pokémon-Paradies. Unser großes Abenteuer war ein voller Erfolg. Und so ging das Abenteuer auf dem Riesengletscher für Team Shy Guys zu Ende. Kilian und die anderen kehrten zum Pokémon-Paradies zurück. Dort erwarteten sie schon ganz Raststadt. Und alle ihre Freunde im Paradies. Alle wollten die Geschichten vom Riesengletscher hören. Und so versammelten sich am Abend alle im Raststadt im Restaurant. Und lauschten den Abenteuergeschichten und staunten über die vielen Schätze. Sie feierten fröhlich bis zum nächsten Morgen. So, an dieser Stelle mache ich, glaube ich, jetzt nochmal eine kleine Pause. Ist auch schon wieder 2 Stunden her seit der letzten. Und ich würde sagen, machen wir danach noch weiter oder nicht? Ich glaube, eine Runde danach geht noch. Also, wir machen erstmal kurz Pause und danach geht's weiter.
Das heißt, wir machen Pausenscreen an. YouTube-Aufnahme aus.